Hallo meine Foxys, ich hoffe euch geht's gut. Ja, ihr habt es glaube ich schon richtig erkannt, ich bin gerade nicht in meinem Bastelzimmer, das heißt ich bin auch gar nicht zu Hause, denn ich bin gerade wieder in dem Zimmer von meiner Schwester und ich habe eine Blumenkrone auf, denn ich muss einige davon basteln. Ich mache das für meine Freundin, weil die demnächst heiraten wird und wir machen so einen Junggesellinnenbrunch und jeder wird dann so eine Blumenkrone tragen. Wir machen schöne Bilder und ja, das wird auf jeden Fall sehr schön und ich bin eben für die Blumenkrone verantwortlich. Irgendwie hat mich das Ganze dazu inspiriert, ein Video dazu zu machen, allgemein zu diesem Thema. Ich wollte euch so ein bisschen zeigen, wie ich meine Blumenkrone hier bastle und außerdem wollte ich noch ein Hochzeitstopmodel malen, weil das habe ich eh schon mal versprochen gehabt und wenn nicht jetzt, wann dann? Also jetzt habe ich so richtig Bock drauf, ich bin so richtig im Hochzeitsfieber und deshalb machen wir das heute einfach mal. So Leute, falls ihr jemals auf der Suche nach Plastikblumen wart oder euch mal Plastikblumen für irgendein DIY-Projekt gekauft habt oder sowas, dann wisst ihr ganz genau, wie teuer Plastikblumen sein können. Ich bin wirklich von Laden zu Laden gegangen und habe nach relativ günstigen, gut aussehenden Plastikblumen gesucht und ich bin fündig geworden. Ich habe relativ günstige Blumen raussuchen können, aber dennoch finde ich die schon relativ teuer. Ich glaube, die sind wahrscheinlich einfach sehr kompliziert in der Herstellung oder sowas und deshalb sind Plastikblumen so übelst teuer. Ich weiß auch nicht, es kann auch wirklich mal eine Blume 10 Euro kosten, wirklich. Also, falls ihr sowas schon mal gemacht habt, dann kennt ihr diesen Struggle. Um die Blumenkrone schön aneinander basteln zu können, habe ich erstmal ein paar Sachen zusammengesucht. Ich dachte, Draht ist auf jeden Fall nicht verkehrt und ich habe diesen coolen Draht gefunden. Der ist relativ dünn und der ist so umwickelt mit so einem Krepppapier oder sowas. Es sieht auf jeden Fall aus wie so ein Naturgarn. Das fand ich eigentlich ganz schön für die Blumenkronen. Da habe ich einfach meinen Kopf ausgemessen und habe da auch nochmal so einen Abstand gemacht und das Ganze doppelt genommen, um eben so ein Base zu haben für unsere Blumenkrone. Aber ich denke, ihr könnt da auch einen ganz normalen Draht nehmen, aber ich dachte, dass es irgendwie ein bisschen schöner ist. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch irgendwas, um die Blumen an diesem Drahtdingens zu befestigen. Und da habe ich einfach noch mehr Draht geholt. Und zwar ist es einfach nochmal so ein dünner Draht, den man gut verbiegen kann, der aber auch so bleibt, wenn man ihn so verbogen hat. Also wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall sehr stabil trotzdem und da knipse ich einfach so, ich würde sagen, 8 cm Stückchen ab und wickle damit einfach die Blumen drauf. Für die Base erstmal solche Füllpflanzen verwenden. Ich habe dafür diese weißen hier genommen. Ich finde, die sehen voll schön aus und füllen eben so die leeren Stellen aus und dann braucht man nicht ganz so viele von diesen großen Blumen. Außerdem kann man dann dieses Draht in den Pflanzen, also in den Blumen, so richtig schön verbiegen und damit hat man eben diese typische Kronenform. Also dann hat man erstmal so eine Base, würde ich sagen. Und wenn man schon mal so eine Baseform hat, dann kann man auch viel besser diesen Knoten reinmachen und weiß, wie groß die Krone sein muss. Jetzt müssen auch noch die anderen Blumen drauf. Die kann man jetzt richtig schön platzieren, immer wieder die Krone anprobieren und schauen, wo die Blumen hin müssen, damit es auch gut aussieht. Ich habe hier ganz unterschiedliche geholt. Weiß mussten sie sein, das war sehr, sehr wichtig. Es ist halt auf jeden Fall schon sehr, sehr praktisch, dass die Blumen auf einem Draht befestigt sind. Dadurch erhält die Krone einfach so eine Festigkeit und Stabilität. Also bei den Blumen war es zum Beispiel so, dass ich halt dieses Plastikzeugs drumherum abschneiden musste. Und dadurch sind halt auch die Blumen abgefallen. Das musste ich alles wieder mit Heißkleber zusammenkleben. Das heißt, falls ihr so ein Projekt startet, holt euch auf jeden Fall eine Heißklebepistole. Das ist sehr, sehr wichtig. Am Ende habe ich noch ein paar Heißklebepunkte auf die Drähte drauf gemacht oder auf die Stellen, die vielleicht eventuell pieksen könnten auf dem Kopf und fertig ist die Blumenkrone. Ich finde, die ist super schön geworden. Und ihr könnt mir ja gerne in die Kommis schreiben, wie ihr die so findet. Kommen wir mal zu der Zeichnung. Ich male heute mal wieder in das Topmodel Magazin. Ich liebe das momentan einfach total gerne. Die Cover sind einfach immer on top, also wirklich wunderschön. Außerdem sind da immer ganz viele coole Poster drin, Extras und natürlich auch Malvorlagen. Ich freue mich einfach jedes Mal total, wenn ich ein neues Topmodel Magazin in meiner Post habe. Ihr könnt mir ja immer in die Kommentare schreiben, wer von euch hat schon ein Topmodel Magazin Abo. Das würde mich total interessieren. Dann kennt ihr dieses Gefühl sicherlich auch schon. Um eine Blumenkrone zu zeichnen, würde ich euch auf jeden Fall raten, als allererstes so Kreise vorzumalen, damit ihr wisst, wo ihr die Blumen hinmalen wollt. Also vor
allem wenn ihr große Blumen haben möchtet, dann ordnet erstmal die Kreise so ein bisschen an für die kleineren Blumen. Dann macht ihr einfach so ein paar kleine Kreischen und da könnt ihr auch so schon mal ein paar Blätter drum machen. Dann wisst ihr, wie ihr die Blumen am besten anordnen könnt, damit es auch schön aussieht. Und dann könnt ihr eigentlich auch schon ins Detail gehen. Ich würde bei den Blumen auf jeden Fall erstmal in der Mitte anfangen. Und ich mache da jetzt zum Beispiel Pfingstrosen rein und ein paar Rosen. Die malt man ein bisschen unterschiedlich, aber im Prinzip eigentlich relativ gleich. Bei den Pfingstrosen kommt erstmal so ein Krickel-Krakel-Kreis in die Mitte oder beziehungsweise am besten so ein bisschen seitlich, dann ist die Blume nicht ganz so frontal. Also wisst ihr, was ich meine? Oh Gott, jetzt kommt wieder die Erklär-Foxy. Auf jeden Fall seitlich und dann drumherum kann man eben auch die Blätter machen. Bei Pfingstrosen ist es so, dass die Blätter so ein bisschen fransiger sind, das würde ich natürlich da auch so machen. Ihr könnt euch ja ein paar unterschiedliche Blumen anschauen und schauen, wie die so aufgebaut sind. Bei den Pfingstrosen ist es zum Beispiel so, oder bei Rosen allgemein so, dass die inneren Blätter so nach innen gehen, wie so eine Knospe sieht es dann aus. Und die äußeren Blätter gehen so nach außen. Also schaut's euch ab, ich kann es euch nicht besser erklären. Sorry übrigens, dass letzte Woche kein Video kam. Ich bin jetzt gerade bei meiner Family und ich dachte, ich schaff's voll, ganz viele Videos vorzudrehen. Und dann kommen auf jeden Fall Videos und dann habe ich es doch nicht geschafft. Und von hier aus Videos zu machen, ist einfach mal 100-mal schwerer, weil mein Computer hier nicht so schnell funktioniert wegen dem Internet und so weiter. Und ich dachte mir, komm, chill einfach ein bisschen und dann kannst du, wenn du wieder zu Hause bist, richtig coole Videos machen. Ich habe jetzt auch schon ganz, ganz viele Videoideen gesammelt. Ich war im Bastelladen so ein bisschen shoppen und habe ein paar neue coole Sachen, die ich euch zeigen möchte. Also ab nächster Woche geht es wieder richtig ab mit Videos. Ich freue mich da schon so richtig drauf. Ich habe mir jetzt auch noch ein bisschen Auszeit genommen von Instagram, habe da auch nicht ganz so viel gepostet, so ein paar Insta-Stories hier und da, aber sonst habe ich das Handy komplett weggelassen und ich vermisse es total und ich vermisse es wieder neu Content zu kreieren und das habe ich auf jeden Fall gebraucht, um wieder Power zu haben für neue Sachen. Für viele von euch hat die Schule wahrscheinlich schon längst wieder angefangen, aber hättet ihr Bock noch auf ein paar Back-to-School-Videos nächste Woche oder auf eins zumindest mal? Ja, schreibt mir da gerne mal in die Kommentare, ob ihr da Lust auf irgendwas hättet. Ihr könnt mir ja auch ein paar Ideen hinschreiben, was ihr gerne von mir sehen möchtet. Bei der Haarfarbe war ich mir die ganze Zeit nicht ganz so sicher, welche Haare ich hier machen soll. Ich weiß auch nicht, ich wollte irgendwie brünett hätte gut gepasst oder vielleicht auch schwarze Haare oder irgendwelche natürlichen Haare halt auf jeden Fall. Oder eben diesen Rosaton, Pastellrosa hatte ich die ganze Zeit in meinem Kopf und dann habe ich euch auf Instagram gefragt, welche Haarfarbe ich hier machen soll. Eher natürlich oder eben dieses Pastellrosa. Da hatte ich irgendwie voll Lust drauf. Viele haben gesagt, ich soll die Haare rosa machen. Galaxy war dabei und ja, grün war sogar auch noch dabei. Aber auf jeden Fall habe ich dann Pastellrosa gewählt, weil eben auch viele von euch Pastellrosa geschrieben haben. Falls ihr öfter mal mitentscheiden möchtet, was ich malen soll, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Ich mache sowas öfter mal in meinen Insta-Stories.
Kommen langsam zum Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Girl gefällt euch. Ich finde sie wunderschön. Auch wenn sie so ein bisschen traurig aussieht. Ich finde, sie sieht so ein bisschen aus, als ob sie weint. Aber es war gar nicht meine Absicht. Ist ja eigentlich auch egal. Auf jeden Fall finde ich sie sehr, sehr hübsch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Haarfarbe ihr gemalt hättet und wie ihr sie nennen würdet. Ich finde, sie sieht so sehr, sehr zart aus irgendwie, ich weiß auch nicht. So ein richtig schöner, zarter, mädchenhafter Feenname würde, glaube ich, richtig gut zu ihr passen. Mir fällt jetzt aber gerade spontan keiner ein. Also ab in die Kommentare damit. Ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit. Ich hab euch lieb. Ciao!